Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade im Schnitt und muss das alles nachkommentieren. Also nicht wundern, falls wir heute mal ein wenig Unreimheiten haben. Ich bin echt salzig darüber. Und ihr habt abgestimmt, dass wir gegen Leeds spielen. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das Spiel gegen Leeds ist echt gut gelaufen. Also ich nehme das gerade mit SharePlay auf. Also Leute, nicht wundern. Sorry für die wirklich chaotische Aufnahme. Ja, Newcastle war an zweiter Wahl. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins erste Spiel gleich gegen Southampton rein. Müssten aber noch hier was beheben, da ja der Mitrovic noch verletzt war. Also ich habe alles aufgenommen. Bloß dann habe ich leider vergessen, die Audiospur aufzunehmen, und das ist mir auch noch nicht passiert bei der Karriere, dafür werde ich jetzt jedes Mal achten. Ich dachte ja, passiert sowieso nichts, wir werden hier gegen Southampton den The Cordova Reach spielen lassen und einfach mal schauen. Also, falls die Qualität nicht so ganz gut ist, entschuldige ich das natürlich, aber ich kann dafür ja auch nichts. Ich würde sagen, wir gehen rein. Southampton hat zweimal verloren und einmal gewonnen, und wie geht's gegen uns aus? Nice! Wir haben 1-4 gewonnen. Zweimal Cavalheiro, einmal Kluivert, einmal Bryan, und bei den Gegnern einmal Ryan Bertrand. Die haben sich Daniel Schwab übrigens geholt von... Gut, danke dafür, dass jetzt mein FIFA fertig installiert ist. Also heute läuft schon wieder richtig alles daneben. Auf jeden Fall haben wir 4-1 gewonnen, oder 1-4 in Southampton gewonnen, und sind jetzt auf Tabellenplatz 13 vorgerückt. Und wir werden ins Training reingehen. Und ja, dort verbessern sich Kluivert und Gibbs White mit einem A. Und die anderen relativ mit soliden Leistungen. Und da ist auch schon das nächste Spiel gegen Newcastle. Mal sehen, ob sich der Mitrovic beschwert. Ich glaube, das war so, ne? Also ich habe das ja noch so grob im Kopf. Und Mitrovic, siehst du ja als die Beschwerde von Mitrovic, hat sich beschwert. Die Nationalspieler, die abgestellt sind. Und Mitrovic wurde dann auch wieder eingesetzt. Leute, ich kann euch schon mal verraten, Newcastle war hinter uns in der Tabelle. Oder insgesamt, wir werden das jetzt auch gleich sehen, dass Newcastle hinter uns ist. Da unten sind die auf Platz 17. Und wir spielen noch gegen den Tabellen 18. und gegen den Tabellen 20. Also, diese Folge müssen wir die ganzen Punkte mitnehmen, und wie ob das geklappt hat, werden wir halt sehen. Ich sitze jetzt hier gleich 20 Minuten, um erstmal hier die Aufnahme zu machen. Also, die Rohdatei ist 27 Minuten und 27 Sekunden. Und das werde ich euch bestimmt auf 15 Minuten runterschneiden oder was weiß ich. Und so lange muss ich jetzt hier alle sitzen und nachkommentieren. Also, da habe ich ja wirklich null Bock drauf, aber egal. Wir gehen ins Spiel rein. Die haben gegen West Ham zweimal verloren, und gegen uns spielen sie 0-0. Ein torloses Remis, 0-0. Saint-Maximin hat auch nicht gespielt. Das heißt, das wird auch alles bedeuten, wieso die auch nur 0-0 gespielt haben und da unten drin stehen. Und Mitrovic hat sich dann nach dem Spiel natürlich auch bedankt. Steht auch Mitrovic erneut mit Topleistung. Der ist auch gar nicht so schlecht, auch wenn er manchmal nicht der schnellste ist, der Alexander Mitrovic. Mittlerweile auch schon auf einer 83 hoch gelevelt, und ja, also wie gesagt, ich entschuldige mich sehr dafür, der das nächste Training, der Kluivert und Gibbs White erneut mit einer sehr guten Leistung, die anderen sind immer so auf C, D oder F Bereich, und jetzt ist auch gleich das nächste Spiel schon gegen Leeds, ja, besser gesagt, jetzt ist hier noch die Länderspielpause, aber wir werden natürlich das Spiel gegen Leeds auch spielen, wie versprochen. Das Training haben wir unten aus Versehen verstreichen lassen, und Leeds, gucken wir nochmal auf die Tabelle, auch wenn wir das eigentlich gerade schon mal gemacht haben. Steht auf Platz 19 mit 6 Punkten. Wir haben doppelt, sogar mehr als doppelt so viele Punkte wie Leeds. Und ja, keine Ahnung, Mann. Ich finde das halt übelst belastend, dass wir so krass gut mittlerweile sind, weil belastend, also belastend ist vielleicht das falsche Wort, aber dafür, dass wir als Aufsteiger relativ neu sind hier in der Liga, ist das auf jeden Fall schon relativ nice. Ja, keine Ahnung, das ist gleich der erste Clip vorbei. Jetzt kommt schon gleich das Spiel. Und wir können auf jeden Fall mit der Mannschaft reingehen. Wir spielen zu auswärts in Leeds. Wir spielen mit Rot, die spielen mit Weiß in der East Point Arena. Ihr seht's, Weltklasse da oben, das sage ich mit Absicht so. Ich habe auch nichts umgestellt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Stadion. So Leute, da sind wir jetzt auch schon in der East Point Arena. Ich muss ganz klar sagen, Leute, falls das Video nicht so gut wird, ich habe jetzt hier auch gerade wieder 5 Minuten gesessen, um rauszufinden, wie man weiter aufnimmt, tut es mir wirklich leid. Es ist einfach scheiße von mir. Und da sehen wir Patrick Bamford, den Starstürmer. Oh nein, jetzt geht hier noch YouTube an. Leute, es ist einfach chaotisch. Da haben wir Leeds, das offensiv schwächste Team, hat gerade mal 6 Tore geschossen.
Und ja, also hier ist momentan die schwächste Offensivmannschaft. Ich muss mal ganz kurz mein Handy leise stellen, bevor hier noch Probleme gibt. Ja, also auf jeden Fall das so der Titel. Jetzt begrüßen sich die Mannschaften, und zwar vorneweg der Kapitän müsste Berardi, nee, Cooper war das, im Tor Casillas und, oder Casilla, der heißt ja nicht Casillas, wieder der Bamford Alioski, und natürlich unser Kapitän Grealish, die Saison geholt, die Saison auch Kapitän geworden. Und ja, mal sehen, wie die so spielen. Leeds spielt im Tor mit Casilla, in der Verteidigung mit Ayling, Berardi, Cooper und Douglas. Auf der 6 mit Asian, dann Mujica, Spalik, Roberts und Alioski, und vorne Patrick Bamford drin. 4-1-4-1, also mit hängender Spitze. Und wir spielen, ihr kennt die Aufstellung, mit Marek Rodak im Tor, Banyoman, Kabak, Mepham und Brian in der Verteidigung, Grealish, Sambu, Agüsa und Seri im Mittelfeld und Kluivert, Mitrovic und Cavalheiro vorne im Sturm. Auf der Bank noch Lara, Hector, Kearney gibt's White, Ricardo Varit und Co. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim ersten Torschuss. So Leute, vielleicht die erste Chance. Cavalheiro mit dem Pass auf Mitrovic, der läuft. Die Verteidigung noch nicht zurückgestellt in den ersten 7 Minuten. Mitrovic legt den Ball rüber auf Kluivert und der schiebt ein. Casilla im Tor hat keine Chance. Kluivert mit seinem ersten Tor, glaube ich, in der Saison, oder war das sein zweites, keine Ahnung. Auf jeden Fall Mitrovic mit der Vorlage, und das ist das frühe 0:1 für uns gegen Leeds, und Mitrovic hätte auch selber einschieben können, sieht aber auf der anderen Seite Kluivert, und das ist das 0:1, no room for racism, also kein Raum für Rassismus, sehe ich genauso, Leute. Kluivert kann einschieben und das ist einfach geil, weil das ist das nächste Tor, let's go. So Leute, da ist das nächste Tor, und zwar von den Leeds, das 1:1, Patrick Bamford, ganz klar. Das 1:1, Roberts nach da noch beim Jubel dabei. Auf jeden Fall kam die Vorlage von der Nummer 4. Und ihr seht es auch schon, da ist die Vorlage, Robertson auf die Nummer 4 und der auf Bamford, und Rodak zum ersten Mal in diesem Game geschlagen. Naja, hätte Rodak da vielleicht doch einen Schritt. Ey, heute bei dieser Aufnahme, es klingt alles schief. Erst geht YouTube an, dann klingelt mein Handy, dann ist mein FIFA-Update fertig. Auf jeden Fall das zweite Tor von Bamford, von den 7 Toren, die sie geschossen haben, bisher wirklich stark. So Leute, da läuft jetzt nochmal der Konter, Bamford, aber Anguissa kann auf Ozan passen, der passt auf Grealish und der sieht außen Kluivert, der nicht im Abseits steht. Kluivert kann da den Ball wieder in die Mitte schippen gleich, genau jetzt hier, und da steht Seri, Jean-Michel Seri mit dem 1:2 für die Fulhammer. Sagt man das für die Fulhammer, aber auf jeden Fall für uns das 1:2, let's go, nice. Das ist Jean-Michel Seri. Und da sind die Auswärtsfans. Ein paar Leute sind von Leeds, nach Leeds mitgereist aus London. Und Casilla kann nichts machen. Kluivert mit dem Rückpass in den Rückraum. Dort steht Seri mit der Nummer 27. Und das ist jetzt das 1:2 nach 35 Minuten. Und das war auch eine klassische Schusstechnik. Der Torwart ist nicht mehr dran gekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Szene. So Leute, da läuft nochmal Seri allein aufs Tor zu. Seri, oh, der wird aber ganz schön gefoult. Berardi müsste es gewesen sein. Und wenn nämlich nicht alles täuscht, ist der letzte Mann. Und, ja, so sieht es auch aus, Berardi kriegt die rote Karte. Das ist für Gaetano Berardi, der Innenverteidiger, die rote Karte. Seri wäre durch gewesen und Berardi hackte rein. Und jetzt wählen wir noch den Mitrovic aus, weil Mitrovic schießt bei uns eigentlich immer die Elfmeter. Und ich würde sagen, mal gucken, wo wir hinschießen. Ich würde sagen, unten links ist immer gut. Und der Ball geht rein in die Maschen, das ist das 1:3 und vielleicht schon die Entscheidung durch die rote Karte jetzt auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Szene. So, da läuft Kluivert alleine auf der linken Seite, wirklich nichts mehr zu gegensetzen hat Leeds seit dem Gegenschlag. Und da ist das 1:4, oder seit der roten Karte besser gesagt. Justin Kluivert mit seinem zweiten Tor und seiner Vorlage, also an allen Toren bis auf beim Elfmeter, wo er nicht beteiligt gewesen sein kann, beteiligt. Läuft einfach außen, wir wechseln nochmal Gibbs White ein für Grealish und dort einfach in die Maschen. Mitrovic wäre bestimmt auch freigestanden, aber so ist natürlich die sichere Variante. Die Nummer 4 kommt da nichts mehr dran, Casilla kann da auch nicht mehr dran. Das ist das Tor in der 69. Minute für Justin Kluivert. Let's go.
So, da läuft Mitrovic. Legt nochmal auf. Gibt's weiter mit dem Pfostenzusch. Und Seri steht da. Und nicht das 5:1, sondern abseits. Aber ich glaube, da ich ja schon weiß, wie das Spiel ausgeht, können wir das laufen lassen. Weil Seri wird auch nochmal hier gleich zum Vorstoß kommen. Und zwar wurde Lee eingewechselt. Bei Leeds wurde Klich eingewechselt. Und da läuft nämlich wieder Anguissar und Kluivert. Der schickt nämlich den Mitrovic und der schickt diesmal Seri und Seri mit dem 1:5. Ich kann euch spoilern, so wird es auch am Ende ausgehen und das ist einfach zu einfach. Leeds hat wirklich nach der roten Karte nichts mehr hinbekommen, 3 Tore bekommen. Wirklich, die haben auch wirklich nur diesen Eintausch von Patrick Bamford da gehabt. Und ihr seht ja, wir haben die ganze Zeit den Ball, aber konnten nichts mehr draus machen. Ich würde sagen, wir sehen uns da am Ende des Spiels nochmal. So, jetzt nochmal die letzte Aktion vielleicht im Spiel. Glich, nochmal nach vorne, aber Ozan Kabak ist da. Rodok spielt nochmal den Ball und das ist das 1:5. Das Spiel ist aus, wir gewinnen das Spiel gegen Leeds 1:5. Und ganz klar, hier seht ihr es auch, es waren wirklich nur diese Chancen, die ich euch auch reingestellt habe da. Wirklich, sonst war auch gar nichts da. Ihr seht es ja auch, wir hatten auf jeden Fall deutlich mehr Torschüsse. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Interview. Das ist natürlich jetzt schlecht nachzumachen, weil ich habe natürlich jetzt nicht wirklich, weiß natürlich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, auf jeden Fall hier gleich im Interview sollten wir eine gute Antwort geben. Ganz sauber. Seri wird erstmal motiviert. Und zwar insgesamt eine tolle Leistung von ihm. Jetzt, da habe ich mich richtig geärgert. Was verraten Sie jetzt? Und da habe ich gesagt, ach, keine Ratschläge. Ach, ich habe verstanden, keine Rückschläge hinnehmen. Ja gut, dann habe ich das falsch gelesen beim Interview da gestern, wo ich das aufgenommen habe. Dann entschuldige ich mich, weil ich selbst gedacht habe, dass ich was Gutes gesagt habe, aber war ja da nicht so. Und Kearney ist glücklich, dass er spielen darf, weil Kearney weiß ja auch, dass er durch Seri und Aguissar und Grealish 3 Kandidaten bekommen hat, die mit ihm auf jeden Fall spielen wollen. Und Gibbs-White ist ja auch noch da. Ja, machen wir nochmal das Training und mal sehen, vielleicht geht jemand hoch. Oh, Rodak geht auf die 80 hoch, genau wie Kabak und Anguissar ja schon auf der 80, Kluivert auch, Mitrovic. Also unser Elf ist wirklich momentan echt gut drauf. Ja, jetzt sind wir schon beim vorletzten Spiel gewesen. Jetzt geht es nämlich nur noch gegen West Bromwich und die stehen da auch noch unter uns in der Tabelle. Und da ist auch schon das Spiel gegen die West Brom Albions. Die wurden ja letztes Jahr Meister, wir wurden ja Zweiter und Leeds Dritter. Und Trainer in Russland wollen wir nicht werden. Wir nehmen ja keine nationalen Offerten an. Und ja, auf jeden Fall gucken wir nochmal kurz in die Tabelle. Muss ich mir irgendwie abgewöhnen, vor jedem Spiel in die Tabelle zu gucken. Ja, die stehen auf Platz 19. Und wir haben auf jeden Fall sogar mehr als doppelt so viele Punkte. Also wir sind sogar schon mittlerweile in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Ja, ich würde sagen, wir gehen zu Hause rein ins Spiel gegen West Bromwich und das Spiel geht aus. 2:0 für uns, let's go. Sangu, Aguissar und Cavalheiro treffen. Unten gewinnt noch Newcastle, Chelsea gewinnt, City gewinnt 5:0 gegen West Ham. Krass. Und ich würde sagen, das war schon von der Folge fast. Dann bedankt sich Seri, dass er noch dazugehört, nachdem er jetzt 2-3 gute Spiele gemacht hat. Und ja, dann Rodak kriegt nochmal eine Trainingseinheit, genau wie Kabak und so. Kabak und Kluivert gehen beide auf 89 hoch, nice, da können wir uns in der nächsten Folge drauf freuen. Und jetzt, wie in jeder Folge am Ende, werde ich euch nochmal die Teams vorstellen, gegen die wir spielen in der nächsten Folge. Und wir sind schon auf Platz 9 vorgerückt, wie ihr seht, also jetzt wirklich in der oberen Tabellenhälfte. Platz 9, natürlich jetzt ein paar Punkte Rückstand auf die ganz vorderen Platzierten. Aber ihr könnt auch mal die Tabelle euch nochmal merken für die Spiele, gegen die wir noch spielen. Und zwar werden wir in der nächsten Folge bis zum 19. weiter simulieren, nicht den ganzen Monat machen. Das heißt, ihr könnt oben abstimmen, ob wir gegen Manchester City, den Tabellenzweiten, Leicester, die vorne stehen auf Platz 8, und Tottenham und Chelsea stehen auch schon vor uns auf Inland. Also alle Mannschaften, gegen die wir jetzt in der nächsten Folge spielen, stehen vor uns in der Tabelle. Und ja, letzter Spieltag ist ja, wie gesagt, wenn wir gleich in Mai kommen gegen Liverpool, da kann sich alles entscheiden. Also Liverpool kann vielleicht uns entscheidend noch zurückboosten. Das heißt, stimmt gerne ab, ob wir gegen Leicester, Tottenham, Arsenal oder gegen Chelsea spielen wollen. Schreibt es gerne in die Kommentare und ich würde sagen, das war's dann. Stimmt gerne oben ab und bis zum nächsten Mal. Sorry, dass es jetzt so war mit dem Video, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!